Hallo Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Kiosk-Video. Und wir sind in Weihnachtsstimmung, weil bald ist es soweit. Mhm. Der Mann mit dem dicken Bauch kommt und du bringt Geschenke. Und wir wollen den Kunden auch heute ein paar Geschenke machen und dafür müssen wir uns verkleiden, weil ich bin der Weihnachtsmann. Und was du noch nicht weißt, für dich habe ich auch Kostüme. Hallo, herzlich willkommen zur Weihnachtsshow. Und ich darf Ihnen mit Freude ankündigen, hier kommt der Weihnachtsmann. Hast du schon gerufen, weil die bohren so laut? Ho, ho, ho. Mach mal nochmal, die haben so lange gebohrt, ich hab's nicht gehört. Der Weihnachtsmann! Ho, 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 ho. Boah, der Bart ist so warm. Timo, erlaubst du mir, den abzumachen? Und wir warten jetzt auf Kunden und machen den eine Überraschung. Marvin, ja. Kennst du ein Weihnachtsgedicht? Nee, tatsächlich nicht. Voll peinlich. Wirklich? Wirklich nicht. Nicht mal, lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. So, das kann ich mir merken. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Packe deine Rute ein, denn ich will auch immer artig sein. Stecke deine Rute ein. Ach so, stecke deine Rute. Na, krieg's nicht. Ja. Wenn die Kunden das jetzt besser machen, gibt's eine Überraschung aus meinem Sack. So, übrigens, die Kollegen, die Bauarbeiter machen ja nur ihren Job. Die haben gesagt, 20 Minuten sind sie durch. Und eben kam einer rein nett und hat gesagt, boah, die Wand ist ganz schön dick, es wird länger dauern. Hallo und herzlich willkommen in unserem Kiosk. Es ist Weihnachten. Wundern Sie sich nicht, ich helfe Ihnen ein bisschen. Ja. Gute Wahl, die BZ. Haben Sie denn ein Weihnachtsgedicht? Ja, habe ich. Oh! Ein Weihnachtsgedicht! Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Das haben Sie sich verdient. Das geht aufs Haus, bitteschön. Danke schön. Guten Hunger, viel Spaß beim Lesen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Hast du ein Weihnachtsgedicht drauf? Nee. Gar nicht? Nein. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja. Was denn so? Gutscheine. Für? Mama und Papa. Was kriegen Mama und Papa? Parfüm? Parfüm? Ui. Sprich mir einfach nach. Lieber guter Nikolaus. Lieber guter Nikolaus. Ah nee, lieber guter Weihnachtsmann. Lieber guter Weihnachtsmann. Schau mich nicht so böse an. Schau mich nicht so böse an. Packe deine Rute ein. Packe deine Rute ein. Ich will auch immer artig sein. Ich will immer artig sein. Das ist doch bombastisch. Guck mal, greif ein, du kriegst eine Überraschung von uns. Danke dir. Hopp, Snickers! Geil. Marvin. Ja? Bring doch mal den Bauarbeitern Snickers raus, weil die haben eine harte Wand, die brauchen sicher auch einen Snickers, um sich zu beruhigen. Die dachten, die bohren da durch und jetzt ist es Stahl, super Beton, ja. Da hätte ich auch schlecht. Da geht das schneller, Leute. Ja. Hallo. Ich dachte, hallo, herzlich willkommen. Ich habe gedacht, ihr braucht mal eine Stärkung. Bitte schön. Das ist ja nett, danke schön. Sehr gerne. Wo ist denn der Kollege? Ist hier noch ein Kollege drin? Oh, der geht im Keller. Ach, da im Keller. Durch das Loch? Da kann man nicht sehen. Ach, der ist von drin durch. Dann geben Sie Ihrem Kollegen auch, mit lieben Grüßen. Ich liebe so eine Glocke. Marvin, es wird Zeit, dich umzuziehen, weil du hast mehrere Outfits heute. Der war ja ganz schnieke. Mhm. Ab nach hinten, nächstes Outfit. Ich dachte eigentlich, ich habe Spaß, wenn Marvin die verrückten Outfits anzieht. Aber ich schwimme hier drin, ich schwitze. Oh, und der Bart. Und dann noch das Bohren. Ja! Vorsicht, ich reite auf meinem Rentier rein. Hallo. Kannst du mal mit deinem Rudolf einmal durch den Kiosk reiten? Haben wir das überhaupt schon richtig gesehen? Ja, geschwind wie der Wind. Reite mal durch den Kiosk. Hallo, herzlich willkommen in unserem Kiosk. Oh, 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 oh. Wundern Sie sich nicht, ich begleite Sie. Ich bin nämlich auf meinem Rentier unterwegs. Kennen Sie ein Weihnachtsgedicht? Ja. Ich wünsche euch zur Weihnachtszeit Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und hoffe dann, dass es so bleibt allzeit. Oi! Toll. Yeah. Sehr gut! Das hast du sehr gut gemacht. Weil du es gemacht hast, kriegst du sogar zweimal zwei Snickers, dein Wasser. Frohe Weihnachten! Oh, meine Mütze! Warum sagt mir das denn keiner, dass die runterfällt, Timo? Du bist Kameramann! Du musst doch mitkriegen, dass ich auf einmal keine Mütze auf habe. Ich mach die Haare jetzt einfach weg. Aber guck mal, jetzt passt die Mütze perfekt. Gina, kannst du ein Weihnachtsgedicht? Nee, ich glaube, ich kann keins. Es kommt der Wichte im neuen Gewand. Hier kommt Marvin schwind gerannt. Das war voll gut. Das ist ein Nistelzweig. Nein. Okay, so. Komm. Auf gar keinen Fall. Deine Aufgabe ist jetzt, in Reim zu sprechen, wenn gut. Die Kunden kommen. Auf geht's. Ho, 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 ho. Vor Weihnachten gerate ich immer in schnelle Hast. Achtung, hier kommt unser nächster Gast. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Es ist alles wie immer. Ich weiß, Sie haben keinen blassen Schimmer. Bedienen Sie sich gerne aus der kühlen Oase, aber Vorsicht, fallen Sie nicht auf Ihre Nase. Wundern Sie sich nicht, das ist der Weihnachtsmann, der nicht nur heute Ihre Wünsche erfüllen kann. Ah. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke? Zum Gruppen habe ich alles fertig. Oh, was denn? Hauptbord heißt er. Ich habe keine Ahnung, was macht der? Ist ein Lautsprecher von Apple. Ah, okay, natürlich.
Und für die anderen? Sehr viel mehr gibt's da gar nicht. Achso, war es stressig? Ja, war mega stressig. Ich hatte eigentlich eine Pause. Hier, ein Snickers für Sie! Oh, cool. So, ich krieg jetzt aber 2,50 Euro fürs Getränk. Ja, gerne. Das hat sich ja gelohnt, wie in unserem Kiosk gewohnt. Jeder Weihnachtsmann braucht einen Weihnachtsengel. Und hier ist mein Weihnachtsengel. Engelchen! Hallo. Flatter mal mit deinen Flügeln, Mama. Ja, die bohren nicht mehr. Die wollen ja wirklich nicht mehr. Die haben noch aufgehört. Ich glaube, die machen Mittagspause. Endlich. Leute, es tut uns leid für den Sound heute, aber so ist es nun mal, Kioskgeschäft. Mhm. Und wenn das Video für eure Ohren ein bisschen anstrengend ist, wüsste ich etwas, was hilft. Ein Snickers. Aber Mittagspause ist vorbei. Wie gewonnen, Nutzeron. Warte hier für dich. Oh. Eigentlich wollten wir den Leuten heute einen Gefallen tun mit dem Snickers, aber dieses Bohren ist so anstrengend. Marvin, bitte immer so wie so ein Engel dafür so. Mhm. Immer wenn sie was nimmt, ja? Zeitungen sind da drüben. Greifen Sie zu. Machen Sie sich keine Sorgen. Das wischen wir weg morgen. Nein, das kennen Sie ein Weihnachtsgedicht? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann steht das Christkind vor der Tür. Das war sehr gut. Das war gut. Sie dürfen sich jetzt aussuchen. Entweder A, wir sehen über den Fauxpas weg, dass Sie da alles ausgekippt haben. B, Sie wischen es selbst auf und kriegen Snickers. Oder C, Sie kriegen einfach einen Snickers und wir wischen auf. Ich nehme C. Okay. Jetzt stehen übrigens drei Bauarbeiter da und gucken. Hey. Ich frage mich, wer mittlerweile bohrt. Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall den besseren Job heute. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Wir vom Kiosk-Team wünschen euch erstmal frohe Weihnachten. Mhm, frohe Weihnachten. Verschenkt schön Sachen. Wenn es mal nicht so läuft, gönnt euch einen Snickers, danach ist alles besser. Marvin, kannst du dich so ein bisschen hinterstellen, dass wir von da schießen können? Dann haben wir einen Weihnachtsengel über dem Baum. So, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert, lasst gerne mal ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Frohe Weihnachten! Tschüss!